Also ich halte es für richtig, dass es nicht jetzt wegen Corona abgebrochen wird. Zumal ja auch, so viel ich weiß bisher, keine Zuschauer zugelassen sind. Also prinzipiell bin ich da nicht dagegen, weil es ist alles dafür hergerichtet. Die Schneelage ist gut, die Sportler haben trainiert. Warum sollen die Sportler jetzt da verzichten müssen und die haben Spaß dran? Und also ich habe da kein Problem damit, wenn das stattfindet. Ich bin da zwiegespalten, weil einerseits mit der Corona-Lage im Moment heikles Thema. Andererseits für den Ort wäre es auch wichtig, auch wenn keine Gäste mit dabei sind. Ich denke, es sollte stattfinden. Es hat ja nicht speziell alleine was, wie soll ich sagen, mit Oberstdorf zu tun. Es muss ja in dem Sport auch weitergehen. Und die haben trainiert und gemacht und beachten die Hygienekonzepte etc. Also wäre es eigentlich schade, wenn es nicht stattfinden könnte. Klar besteht die Möglichkeit, oder? Die Gefahr läuft natürlich dann auch, dass die Gastronomie, wenn wir hier zum Hotspot werden, im Sommer auch zu ist. Nee, das glaube ich, das ist sicher. Die sind ja in der Blase drin. Sonst wäre das ja schon in die anderen Wettbewerbe vorher auch schon so gewesen. Ich glaube, dass die neue Mutation einfach sich verbreiten wird wie, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass das jetzt mit dieser Sport-Sache was zu tun hat. Das glaube ich nicht. Weil ich glaube eigentlich, dass alle Leute sich an ihre Regeln halten. Sonst kann man nicht anders vorstellen, dass jemand absichtlich irgendwie jetzt da was falsch macht.